Schluss leider in der Polarisierung Brexit ja oder nein anders gekommen. Und es ist eben so, dass sie dann einen Platz sogar verloren haben. Auch die aktuelle oder bis dahin Parteivorsitzende der Liberaldemokraten, Jo Swinson, hatte ihren Platz leider nicht verteidigen können. Vera Hophouse dagegen hat den Platz nicht nur verteidigen können in einer Zeit, in der die Liberaldemokraten Probleme hatten, sondern hat mit 54% ihren Wahlkreis gewonnen. Das ist für deutsche Liberale sehr, sehr schwer sich vorzustellen, 54% für Liberale, gegen eine konservative Kandidatin, die sogar verloren hat, 5%-Punkte. Insofern ist das ein großer Erfolg gewesen und zeigt auch, wie stark Frau Hophouse in ihrem Wahlkreis, das ist Bath in Südengland, verwurzelt ist und wie positiv sie da angesehen wird. Das ist ein Wahlkreis mit knapp, also über 70% pro Remain, also sehr pro-europäischer Wahlkreis. Und den hat sie eben jetzt zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Sie ist gebürtige Hannoveranerin. Das ist vielleicht eben auch nochmal wichtig zu sagen, denjenigen, die das nicht wissen. Sie ist schon einige Zeit jetzt in Großbritannien, seit 2006 auch britische Staatsbürgerin, aber eben in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, wir werden das Gespräch, sobald sie denn auch da ist, auch auf Englisch, auf Deutsch dann führen können. Ja, wir wissen tatsächlich nicht, woran es liegt, dass sie noch nicht da ist. Keine Ahnung. Insofern überbrücken wir die Zeit noch. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge Zuschauer hier, was mich sehr freut. Und allen, die da sind, ein herzliches Willkommen. Geben Sie uns noch einen Moment. Ich glaube, dass das eigentlich klappen müsste, aber wir wissen es nicht. Vielleicht zu Ihrer Information. Wir wollen das ja interaktiv gestalten. Okay, ich kriege jetzt schon das Zeichen, sie ist wohl da. Kommt also gleich rein. Das heißt, jetzt nicht mehr abschalten. Jetzt weiß ich, dass es nach vorne geht. Sie können aber schon mal schauen. Es gibt in diesem Tool, in diesem Zoom-Tool, einen Bereich F und A, Fragen und Antworten. Und über den werden wir auch, oder kann ich nachher Fragen zulassen. Das heißt, Sie können schon ab jetzt, wenn Sie konkrete Fragen an Frau Hophouse haben, über diesen Schalter, über dieses Tool unten Fragen stellen. Wir sehen das. Es gibt auch noch ein Team im Hintergrund. Peter Baumgärtner, Lone Grabe und Annika Stünkel sind mit dabei, die mir so ein bisschen helfen, das zu sortieren. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, die Fragen direkt an Frau Hophouse zu stellen. Ich gebe das dann weiter. Genau. Und was vielleicht auch noch interessant ist, es ist so, die Liberaldemokraten, die Lib Dems, haben ja nach Jo Swinson eben die Aufgabe, eine neue Führung zu wählen. Jo Swinson ist natürlich, nachdem sie ihr parlamentarisches Mandat nicht halten konnte, zurückgetreten. Insofern gibt es momentan mit Herrn Davy nur einen Übergangsvorsitzenden und da sollten jetzt eigentlich im Mai Neuwahlen stattfinden, beziehungsweise es sollte starten im Mai. Das ist jetzt aber zurückgestellt worden bis Mai 2021 und es gibt bis jetzt nur zwei Abgeordnete, die ihren Hut in den Ring geworfen haben. Das ist, glaube ich, Frau Moran und eben Frau Hophouse. Also wir haben es heute tatsächlich mit einer der beiden bekannten Kandidatinnen für den Parteivorsitz der Lib Dems zu tun. Jetzt ist schon die erste Frage hier mit, ist es möglich, alle Teilnehmerinnen auf dem Bildschirm zu sehen? Nee, das ist jetzt heute in diesem Form nicht möglich. Das ist ein Webinar. Das hat ein bisschen was auch mit der Praktikabilität zu tun. Wir sehen zwar, wir können gucken, wer da ist, aber wir können das nicht für alle freischalten. Das ist ein bisschen anderer Modus, als Sie es vielleicht aus anderen Zoom-Meetings kennen. Der hat Vorteile für uns im Handling, was eben auch Fragen und Antworten etc. angeht. So, jetzt warte ich. Ich habe ja gerade das Zeichen bekommen, dass sie eigentlich jetzt reinkommen müsste. Jetzt weiß ich gerade auch nicht. Ich würde mich freuen, wenn Peter oder Lone oder Annika mir ein kurzes Zeichen geben würden, wie es aussieht.
Okay, ich vermute, dass da noch irgendein Problem ist, vielleicht mit dem Bild. Es geht aber ganz kurz warten, bitte, wird mir gesagt. Okay, alles klar. Machen wir. Wir werden heute Abend natürlich über drei Themenkomplexe reden. Den einen habe ich schon angedeutet. Das ist natürlich die Situation bei den Lib Dems. Als einer, ja, jetzt im Europaparlament bis vor kurzem, bis dann der Brexit vollzogen wurde, war es tatsächlich dann die größte Gruppe der Liberalen im Europaparlament, weil bei den Europawahlen letzten Jahres die Liberaldemokraten 22 Mandate geholt haben. Das war ein Riesenerfolg. Und das ist das eine Thema, also die Situation der Lib Dems, die sich ja sehr proeuropäisch ausgerichtet haben, auch eben gegen den Brexit gekämpft haben. Ist jetzt eben die Frage, wie gehen die da mit um, auch in diesem Führungsvakuum, welche Positionierung haben die jetzt mit Bezug auf den Brexit? Dann werden wir natürlich über den Brexit sprechen, inwieweit der Brexit derzeit noch eine Rolle auch in der britischen Tagespolitik spielt. Ich vermute, es geht den meisten, die zuschauen, wie mir. Man hört relativ wenig derzeit bei uns zumindest in den Medien, weil wir letztendlich eine Situation haben, wo Corona alles überlagert. Nichtsdestotrotz ist ja der Brexit-Prozess im vollen Gange, die Verhandlungen laufen natürlich jetzt auch unter erschwerten Bedingungen. Insofern ist das ein zweites großes Thema. Und dann sprechen wir natürlich auch über das Thema Corona oder Covid-19, je nachdem, wie man es nennen möchte, ist aber ja, kommt ja auf selbe raus. Und zwar natürlich ist UK, also Großbritannien, ein Land, was besonders getroffen ist jetzt derzeit, hat sehr schlechte Quoten, sehr schlechte Zahlen. Ich werde gleich auch nochmal konkret auf die Zahlen schauen, wie sie heute waren. Aber ich glaube, was alle mitbekommen haben, ist natürlich, dass auch dort der Premierminister, nachdem er selbst relativ lang letztendlich auf eine Strategie gesetzt hat, die in die Richtung ging, eine Herdenimmunität herzustellen, also relativ spät gehandelt hat, selbst an Corona erkrankt war und eben sogar auf der Intensivstation lag. Also wirklich eine nicht besonders witzige Geschichte und vor dem Hintergrund natürlich ein besonderes Thema auch da noch mal drauf zu schauen. Und Hallo. wunderbar, Es tut mir echt leid. Ich habe es echt versucht, aber Moment Frau mal eben. Hoppaus, Ja. herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Gut, ich sehe gerade, dass die Sonne hier so reinscheint. Nehmen Sie das irgendwie auf? Aber ja, wir sehen Sie eigentlich ganz gut. Also Sie sind jetzt nur so ein bisschen verschoben. Also wenn Sie ein bisschen in die Mitte Moment mal, kämen, wäre es, glaube ich, gut. ich mach mal eben die Gardine zu, dann kommt die Sonne nicht so direkt. Machen Sie das, machen Sie das. So, allen, die dran geblieben sind, herzlichen Dank. Ich verspreche, alles zu geben, dass das hier sich gelohnt hat für Sie. Oh, es tut mir echt leid. Ja, ich Alles habe das gut. seit langer Zeit versucht. So, jetzt sitze ich hier. Alles gut. Klasse, dass Sie da sind. Freut mich auch persönlich sehr. Ich habe mehr oder weniger die gesamte Vorstellung schon gemacht. Ich habe auch schon gesagt, über was wir sprechen werden. Okay. Und eben auch, dass Sie, also letztendlich über die drei Themenkomplexe Lib Dems, Brexit und Corona. Ich habe auch gesagt, dass Sie eine der zwei Kandidatinnen sind, die so schon erklärt haben, dass Sie um den Parteivorsitz der Liberaldemokraten, der Lib Dems, kandidieren wollen. Und wir haben auch sogar schon die ersten Fragen. Insofern würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich einfach rein Ja. ins Thema. Und es freut mich, dass das noch geklappt hat. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Überblick, wie es momentan bei Ihnen aussieht. Wie ist es denn in Großbritannien? Wie ist denn das Lebensgefühl momentan? Also ich gehe mal davon aus, dass global alle Menschen in irgendeiner Weise wirklich konfrontiert sind mit etwas, was niemand kennt und wo keiner so richtig weiß, wie man damit umgehen soll, und ob das nun bedeutet, dass unsere Zukunft völlig anders aussieht oder ob wir nach ein paar Monaten Lockdown dann irgendwie so weitermachen wie bisher. Das größte Problem ist natürlich, dass wir unglaubliche Schulden, die Regierung unglaubliche Schulden aufnimmt, und wer bezahlt das? Also wird das in irgendeiner Weise zu einer gesellschaftlichen Umstrukturierung führen? Werden wir plötzlich viel mehr Steuern bezahlen müssen?
Oder enden wir wieder mit einem riesigen Schuldenberg, wie wir das schon nach 2008 hatten mit der großen wirtschaftlichen Krise, und dann bezahlen letztlich doch wieder die Menschen, die sich das am wenigsten leisten können. So sah das jedenfalls hier in Großbritannien mit dem Austerity-Programm aus. Und diese Fragen werden gestellt, aber im Moment ist natürlich alles darauf ausgerichtet, die tragischen Todesfälle zu reduzieren. Und das ist in Großbritannien natürlich ganz anders als in Deutschland. Und viele Briten gucken natürlich schon so etwas neidisch auf Deutschland, auch immer so ein bisschen mit so einem Wettbewerbsbewusstsein. Oh, die Deutschen, die machen das mal wieder besser. Und warum? Die britische Regierung, die ja nun auch auf diesen Brexit so fixiert ist, die will natürlich nicht zugeben, dass wir hier in Großbritannien was nicht so gut machen wie in anderen Ländern in Europa. Mhm. Insofern ist da diese merkwürdige Konkurrenz da, anstatt zu sagen, so Moment mal eben, wieso ist das in Deutschland anders gelaufen? Ja. Aber im Moment ist wirklich der ganze Fokus ist jetzt erstmal diese tragischen Todesfälle und die vielen Krankheitsfälle zu reduzieren. Mhm. Ganz kurz, also ich habe jetzt gerade mal in die aktuellen Zahlen reingeschaut. Laut Johns Hopkins ist United Kingdom 135.000 Fälle etwa, also weniger als in Deutschland, allerdings über 18.000 Tote bereits. Das ist natürlich ein Vielfaches von Deutschland, also tatsächlich eben auch eines der Länder, wo die Zahlen sehr kontinuierlich leider nach oben gehen. Mal aus einer politischen Perspektive betrachtet. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Wochen auch politische Entscheidungen hinter uns. Großbritannien hat vergleichsweise spät gehandelt, hat relativ lang eine etwas andere Strategie als viele andere Länder gefahren. Wie haben Sie denn den Prozess in den letzten Wochen aus einer Perspektive einer liberalen, oppositionellen Abgeordneten verfolgt? Also ich traue natürlich der Regierung dieser sehr rechtsgerichteten Donald Trump angelehnten Regierung sowieso nicht. Durch den ganzen Januar hindurch waren wir natürlich durch die Wahlen und den hohen Wahlverlust, den wir ja erlitten hatten, wir hatten ja viel mehr gehofft, dass wir Fortschritte machen können, und unser Anti-Brexit-Stance hatte uns zu den Hoffnungen geführt, dass wir zumindest zu einem Hung Parliament kommen, und dann im Dezember haben wir eben wirklich diese bittere Pille schlucken müssen, dass Boris Johnson diese Wahl gewonnen hat, aber wir vertrauen diesem Premierminister eben einfach nicht. Und ich persönlich besonders sehe eben in dieser Bravura-Politik, die ja Trump auch lange Zeit durchgezogen hat, dieses Gefühl, dass der Coronavirus, der ist vielleicht in Großbritannien und in Amerika irgendwie anders. Ja, Moment mal eben, diese, wie wir das nennen, muscular politics, ja, wir überleben das. Und nun hat ja in gewisser Weise, absurderweise oder tragischerweise kann man ja auch sagen, der Premierminister, den hat es ja auch richtig voll erwischt mit dem Coronavirus. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Wake-up-Call, wie die Engländer das nennen. Aber bis dahin lief eben alles, oder bis zum 15. März lief eben alles Herdenimmunität. Wir wollen die Ökonomie nicht, die Wirtschaft nicht gefährden. Wir machen jetzt einfach so weiter. Naja, ein paar alte Leute und vielleicht die etwas verletzbaren Leute oder die irgendwelche Gesundheitsprobleme haben, die kriegen den Virus, die sterben. Das ist natürlich nicht unbedingt vertretbar, aber in der Balance setzen wir das eben aufs Spiel. Und diese Politik des Surviving of the Fittest, würde ich das mal so nennen, diese Darwinian Politics, die fand ich von vornherein völlig unangemessen, und keine progressive Regierung hätte das so vertreten. Und jetzt muss ich sagen, ich meine, natürlich wünsche ich keiner Regierung, dass sie diese tragische Situation ausbaden muss. Und es hilft ja auch niemandem, wenn wir jetzt hier politisch sagen, haben wir ja gleich gesagt. Aber irgendwann muss das mal rauskommen, dass das eine politische Entscheidung war, die ganz klar auf politischen Wertvorstellungen basiert sind, die ich auf keinen Fall vertrete. Mhm. Vielleicht eine Frage mal. Es gab in Deutschland ja auch so ein bisschen eine Debatte, haben Sie vielleicht verfolgt, Martin Sonneborn, dieser Europaabgeordnete von Die Partei, hat ja ziemlich zynische Tweets zur Erkrankung von Boris Johnson abgesetzt. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das war ein großes Thema hier in den Medien. Er hat faktisch eigentlich sich über ihn lustig gemacht und vielleicht nicht gerade gehofft, dass er stirbt, aber es war schon sehr, sehr menschenverachtend. Weil er eben sagte, ich teile seine Agenda nicht und hat jetzt gerade den Richtigen erwischt, so ungefähr. Ja, das,
Gab es sowas in Großbritannien auch? Weil in Deutschland hat das einen riesen Aufschrei gegeben, weil die Leute eben aus allen politischen Lagern sagten, so geht es nicht. Aber gab es sowas in Großbritannien? Nein. Und das wäre auch sehr unangemessen gewesen. Ich meine, jeder Mensch, selbst wenn man mit ihm politisch nicht übereinstimmt, muss respektiert werden als Person und als Mensch. Und ich wünsche keinem, dass er stirbt. Und insofern also ich habe das ja nicht miterlebt. Es wäre auch sehr unangemessen gewesen und hätte politisch auch nur einen Rückschlag erlitten. Man hätte dann nur einen Rückschlag erlitten. Erstaunlicherweise sind ja die, was hier die Approval Rates, also die Meinungsumfragen für den Premierminister, die steigen ständig. Und man kann sich das psychologisch natürlich auch ganz gut so vorstellen. Also im Moment sitzen wir mitten in der Krise und keiner möchte denken, dass die eigene Regierung versagt. Denn das erhöht ja nur das Unsicherheitsgefühl, was in der Bevölkerung existiert. Und wir wollen das als politische Oppositionspartei auch nicht verstärken. Also im Moment müssen wir jetzt erstmal da durch. Und dann, es gibt ja inzwischen viele Kritiken, vor allen Dingen, wie wir diese Personal Protective Equipment an die Frontline bringen. All diese Sachen, die werden ja öffentlich auch diskutiert und woran das liegt. Und zum Beispiel, dass eben Boris Johnson auch sich mit dem in diesem europäischen Procurement-Programm nicht mitmachen wollte, aus irgendwelchen Gründen, aber wahrscheinlich aus Brexit-Gründen. Darüber wird hier schon diskutiert. Aber dass der Premierminister nun persönlich schwer erkrankt ist, haben wirklich alle Leute nur gehofft, dass er sich erholt und dass es ihm wieder besser geht. Und letztlich würde ich mal sagen, ehrlich gesagt, so einen Märtyrer zu schaffen, das hätte uns politisch sowieso nicht geholfen. Also ja. Ist es besser, dass der Premierminister sich erholt und dann auch wirklich politisch wirklich sich verteidigen muss und seine Position erklären muss. Es ist tatsächlich so, wir haben jetzt schon wirklich einige sehr, sehr gute Fragen. Deswegen werde ich meine teilweise mal zurückstellen und schon in die Themen auch reingehen. Marcel fragt, in Deutschland sind die Länder, also die Bundesländer für die Maßnahmen gegen Covid-19 zuständig. Verständlicherweise gibt es hier unterschiedliche Regelungen von Bundesland zu Bundesland. Gibt es in Großbritannien ein ähnliches Kompetenzgerangel? Nein, aber in gewisser Weise wird das deutsche Modell, das föderale Modell, eigentlich als Vorbild gesehen. Denn das Problem, was die britische Regierung hat, ist, dass es zu zentralisiert ist und dadurch eben sehr viel unflexibler ist. Und deswegen eben diese ganzen diese Tests können gar nicht so schnell durchgeführt werden, weil eben alles über die zentrale Regierung läuft und über das nationale Gesundheitswesen. Und das wird eigentlich als Nachteil angesehen. Vielleicht daran anschließend meine Frage. Es ist ja nun so, dass auch in Großbritannien es gewisse Fliehkräfte gibt, wenn man an Schottland denkt, an Nordirland etc., was die Einheit der Union angeht. Ist das ein Thema, dass vielleicht die Schotten sagen, hey, schaut her, wir kriegen das besser hin als der Rest, also dass das auch versucht wird zu politisieren? Auf jeden Fall. Also die SNP, die schottischen Nationalisten, haben ja den Brexit auch ganz klar ausgenutzt, um ihre Unabhängigkeitsforderungen durchzuziehen. Und ehrlich gesagt, in gewisser Weise komme ich ganz gut mit den schottischen Kollegen klar von der SNP. Die sind in vieler Hinsicht sehr progressiv und durchaus in vieler Hinsicht teilen meine politischen Wertvorstellungen. Aber wenn es dann auf schottische Unabhängigkeit geht, da trennen sich unsere Wege. Und es wird dann wirklich etwas ermüdend, dass wirklich jedes politische Thema immer wieder auf die schottische Unabhängigkeit zurückgeführt. Sie versuchen auch jetzt eben in der Art und Weise, wie sie auf den auf Covid reagieren, da politischen Vorteil draus zu ziehen, um eben die Unabhängigkeit wieder in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube allerdings, dass die Schotten, also dass die SNP und die Befürworter der Unabhängigkeit bei ungefähr 45% gelandet sind. Und selbst mit einem zweiten Referendum würden sie die Unabhängigkeit nicht durchziehen. Im Gegenteil, also da gibt es jetzt auch eine ganze Menge Rückschlag gegen schottische Unabhängigkeit. Ich würde mal sagen, die SNP macht sich da keine weiteren Freunde mit. Okay. Ganz kurz, also weil wir jetzt so ein bisschen über das Gesundheitssystem ja auch sprechen, ohne wirklich konkret drauf zu gehen.
NHS ist ja ein Thema in Großbritannien schon seit Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen. Es ist kein großes Geheimnis, dass das NHS jetzt nicht besonders gut aufgestellt ist. Jetzt, inwieweit kommt denn diese Debatte jetzt wieder hoch und welche Vorschläge haben Sie auch als Liberaldemokraten da, das besser zu machen? Naja, also interessant, dass Sie sagen, dass, dass das NHS oder das Gesundheitswesen kritisiert wird. Eigentlich ist das NHS die einzige, eines der wenigen nationalen Organisationen außer dem BBC, das wirklich jeder vertritt. Und ich muss dazu sagen, ich lebe seit ein halbes Leben lang in Großbritannien. Ich kam hier 1990 an und ich dachte, oh mein Gott, das Gesundheitswesen, wenn ich richtig krank werde, möchte ich nur in Deutschland krank werden. Und ich habe dem Gesundheitswesen nie wirklich vertraut. Okay. Dazu muss ich sagen, ich habe 4 Kinder zur Welt gebracht, das ist alles gut gelaufen. Und mein Mann hatte einen schweren Unfall und lebt auch. Also so richtig in Krisensituationen läuft es auch irgendwie. Aber so alles, was so in der Mitte ist und jetzt eben auch mit der Covid-Krise, das ja nicht in der Mitte ist, sondern eine wirklich existenzielle Gefahr bedeutet, da zeigt sich eben, dass das britische Gesundheitswesen im Vergleich zum deutschen Gesundheitswesen viel schwächer ist. Das liegt zum großen Teil aber auch daran, dass pro Person die Menschen in Deutschland eben für ihre Gesundheit mehr bezahlen. Während in Großbritannien eben mit relativ wenig Geld ein World-Class-Service doch aufrechterhalten wird. Und insofern muss man das auch in gewisser Weise bewundern. Und die Ärzte, die hier in dem Gesundheitswesen existieren und die einige Krankenhäuser, St. Thomas Hospital, und generell, da gibt es ja wirklich Weltklasse Krankenhäuser und Forschungsinstitutionen in Großbritannien, die nach wie vor gut funktionieren. Aber you get what you pay for. Also die große Frage ist eben, und deswegen war das auch unsere liberale Forderung in den letzten beiden Wahlen, a penny on the pound of income tax, also eine Erhöhung der steuerlichen der Kontribution, also das, was der Einzelne zubezahlt, um NHS und eben auch Social Care. Also das ist ja dann nicht nur, wenn man im Krankenhaus ist, sondern wie man eben auch als Alter, also wie die Altersversorgung funktioniert. Die beiden hängen ja irgendwie zusammen. Und das Problem ist ja nicht nur ein britisches Problem. Also das kostet alle Länder kostet das ja mehr Geld, weil wir eine älter werdende Bevölkerung haben. Also demografisch wird das immer teurer für alle Länder. Und kein europäisches Land kommt um dieses Thema herum. Wie bezahlen wir unser Älterwerden? Und das ist eben in den letzten 10 Jahren unter britischer Austerity eben auch sehr in den Hintergrund geraten oder nicht diskutiert worden. Aber dazu muss man auch sagen, in den 10 Jahren davor, also von 2000 bis 2010, hat die Labour-Regierung das auch nicht angegangen. Also das ist eben ein ganz heißes Eisen. Und ich gehe mal davon aus, dass es in Deutschland auch nicht anders ist. Irgendjemand muss mehr bezahlen. Wahrscheinlich die Bevölkerung als Ganzes, aber besonders eine Regierung, die immer auf niedrige Steuern aus ist. Und das ist in Trump-America ja genau das Gleiche. Und die britische konservative Regierung ist immer sehr stolz darauf, dass wir ein Low-Tax-Country sind. Dieses Thema wird natürlich mit einer rechtsgerichteten Regierung sowieso nicht angegangen. Ich habe jetzt ein paar Fragen, die so ein bisschen auf, es ist ja schon bemerkenswert, ne? Jetzt ist Boris Johnson, war out of office für eine Zeit lang, man hatte das Gefühl, die Konservativen haben auch nicht so richtig irgendjemanden hinten dran, der in die Lücke springt, die Lib Dems, ihre Partei, haben auch nur eine Zwischenführung derzeit, also sie haben ja jetzt den Leadership Contest auch nach hinten verschoben in den Mai 2021. Sie sind ja eine der Kandidatinnen, aber das ist eben auch noch eine Zeit hin. Die Labour hat jetzt eine neue Führung gerade installiert, die aber natürlich auch erstmal Fuß fassen muss. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich auch, es ist ein bisschen überspitzt, aber so eine gewisse Kopflosigkeit in der Politik, gerade in einer Zeit, die brutal wichtig ist und wo eben Führung auch und auch oppositionelle Führung gebraucht würde. Haben Sie da, ist das jetzt ein externer Blick und Sie sagen, nee, ist eigentlich ganz gut gelaufen oder sehen Sie das Problem auch? Auf jeden Fall. Aber Sie müssen sich eben vorstellen, wir haben uns hier 2,5 Jahre oder fast 3 Jahre lang mit dem Brexit aufgerieben.
Und dann gab es eine Entscheidung im Dezember und okay, auch wegen unseres verschobenen Wahlsystems sah es so aus, als wenn die konservative Partei eine mächtige Mehrheit gewonnen hat. Das haben die ja gar nicht. Die regieren mit einer mächtigen Mehrheit auf einem Stimmprozentsatz von 44%. Und wir haben ja seit Jahren das unfaire Wahlsystem kritisiert, aber sind immer noch in dem First Past the Post, also dem Mehrheitswahlsystem. Deswegen ist die ganze britische Politik ja ständig verschoben. Die Regierung, heißt es, regieren mit einer Mehrheit, aber das tun sie ja eigentlich gar nicht, sondern aber wie gesagt, also Boris Johnson hat gewonnen, wollte den Brexit durchziehen und bevor er sich umgucken konnte, gab es die Covid-Krise. Keiner ist so richtig aber darauf aus, jetzt den nächsten Kampf zu führen, weil wir eben als Land uns wirklich so zerrieben haben die letzten 3,5 Jahre und diese Brexit-Debatte ist ja noch immer nicht zu Ende. Aber das hat eigentlich so die politische Diskussion auch sehr geschwächt. Einschließlich mir. Ich habe über 3 Jahre gekämpft, den Brexit zu stoppen. Und im Dezember musste ich irgendwann eingestehen, dass the fight to stop Brexit is over. Ja? Aber wir sind alle erschlagen und erschöpft. Und Labour hat einen riesigen Wahlmisserfolg erlitten. Die sind also so geschwächt wie seit Jahrzehnten nicht. Also das letzte Mal, dass sie so schwer verloren haben, war vor 50 Jahren oder so. Wir müssen uns alle politisch einfach auch erholen. Und dann kommen da ganz viele neue Leute rein. Dazu müssen Sie ja auch nochmal sehen, vor der Wahl hat Boris Johnson seine eigene Partei ja richtig gereinigt, ja, mit ganz vielen Leuten und Menschen und Politikern, die ja wirklich sehr viel Erfahrung hatten. Die sind ja abgeschoben worden. Also richtig, das war hier so ein richtiger Coup. Das hat man in Deutschland vielleicht gar nicht so miterlebt. Aber eigentlich ein wirklicher Skandal. Dann hat er seine Wahl gewonnen mit ganz neuen Leuten, die auch völlig unerfahren sind. Und die Labour-Partei hat auch viele Leute verloren. Wir als Liberale haben auch einen Schlag vor den Bug bekommen, weil wir nicht so gewonnen haben, wie wir das uns erhofft haben. Wir sind alle geschwächt, ja, und gehen in diese Krise politisch geschwächt. Jeder politisch geschwächt. Jetzt gehen wir so langsam mal in Richtung, nochmal einen Blick auf den Brexit zu werfen. Und ich habe jetzt ein paar Fragen, die letztendlich die beiden Themen miteinander verschränken. Christopher fragt, mich würde es sehr interessieren, erstens, wie Sie die innereuropäische Schutzschirmdebatte in UK wahrnehmen. Sollte es nicht eine gemeinsame, auch finanzielle Solidarität der EU-Länder geben, wie aus Italien von Conte und anderen gefordert wird? Und zweitens, wirkt sich die Corona-Situation auf die britischen Post-Brexit-Debatten aus? Vielen Dank. Also die letzte Frage zuerst. Eine der großen Forderungen von unserer Partei ist auch, also wir jetzt in dieser Krise dann auch noch den Brexit durchzuführen. Lass uns doch die Transition, also die Überbrückungsphase oder wie das in Deutschland heißt, ich weiß nicht, diese Transition Period, lass uns die verschieben, anstatt dass die eben im Dezember zu Ende ist. Denn das ist ja das große Problem für viele britische Unternehmen auch und überhaupt die gesamte Gesellschaft. Das ist ja geht ja hier nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sondern auch um Zusammenarbeit, Galileo, Research Projects. I mean, das ganze britische Leben ist ja so vernetzt gewesen mit der EU. Das alles auseinanderzuklamüsern, das war ja auch immer unser Kritikpunkt. Das dauert wahrscheinlich Jahre. Das kann man nicht innerhalb von 12 Monaten abhaken. Und insofern, jetzt, wo sich sowieso die ganze Welt auf den Covid konzentriert, jetzt auch noch nebenher irgendwie so ein Austrittsabkommen auszuhandeln, das ist doch völliger Unsinn. Also für unsere Forderung ist... Aber der Premierminister schließt das derzeit noch aus zumindest, ne? Ja, Moment, bisher hat er das getan, natürlich. Und wer weiß, wie weit wir damit politisch kommen, aber das ist unsere nächste politische Forderung. Mhm. Und jetzt zu der ersten Frage. Ich habe mich so passioniert für die EU eingesetzt, weil ich davon ausgehe, dass es ein Solidaritätsprogramm ist, ja, dass die europäischen Nationen sich gegenseitig unterstützen und helfen. Und ich fand das schon enttäuschend, dieses Hickhack zu sehen. Denn das ist genau das,
warum man denn ja auch aufhören kann mit der EU. Ja, wenn wir jeder wieder alleine machen, dann können wir auch aufhören mit der EU. Die EU ist dafür da, dass eben wir in irgendeiner Weise eine Solidarität schaffen, die dazu führt, dass ganz Europa davon profitiert. Und in Deutschland, weiß ich, ist das schwierig, weil eben die Deutschen immer als diejenigen angesehen werden, die das alles finanziell unterstützen, und die deutschen Steuerzahler sagen, warum soll ich für die faulen Italiener, ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokant, oder die Griechen, die dann mit 50 in Ruhestand gehen, warum sollen wir für die so hart arbeiten? Ich sehe, dass das politisch für deutsche Politiker schwierig ist. Andererseits muss ich sagen, jedenfalls wird das in Großbritannien immer so auch so erklärt, dass natürlich auch die deutsche Wirtschaft und die deutschen Steuerzahler letztlich auch von der Europäischen Union profitieren. Ja. Und insofern das einfach alles so aus dem Fenster zu schmeißen, das würde ich als einen riesigen Fehler, einen riesigen Rückschritt ansehen. Ja, wie ist denn überhaupt gerade die Stimmung in Großbritannien? Also jetzt A, mit Blick auf die laufenden Verhandlungen mit der EU-Kommission, und B, überhaupt, also können Sie sich denn, ich muss gestehen, ist mir jetzt gerade so aufgefallen, ich weiß gar nicht, was aktuell die Position der Lib Dems ist. Wollen Sie immer noch versuchen, den Brexit zu verhindern, was ich sehr sympathisch fand, aber ist das jetzt noch realistisch? Nein, also ich meine, das sage ich, ich war ja einer der passioniertesten Anti-Brexit-Vertreter, aber ich habe in der ersten Woche, als wir wieder im Parlament saßen, gesagt, the fight to stop Brexit is over. Ja, das musste man politisch schon einstecken. Das habe ich auch. Ich gebe aber zu, dass ich ziemlich deprimiert war. Ich meine, man ist ja auch nur ein Mensch. Dass wir das nicht geschafft hatten. Ich meine, es war natürlich auch eine große, riskante Politik, da im Oktober an die Wahl zu treten, und wir haben die Wahl verloren. Ja. Und wir haben damit diese politische Forderung auch verloren. Wir können den Brexit nicht stoppen. Wir können letztlich politisch langfristig, und das versuche ich auch zu tun, und das ist auch einer meiner Punkte in meinem Wahlkreis, die Führung zu gewinnen, zu sagen, wir dürfen aber die Hoffnung, dass wir der EU wieder beitreten in Zukunft, nicht aufgeben. Und ich erinnere mich an eine gute Diskussion, die ich mit dem schweizerischen Botschafter geführt habe im Oktober auf der Lib Dem Conference. Der sagte, in der Schweiz gab es ja auch diese Diskussion in den 90er Jahren, soll die Schweiz der EU beitreten, ja oder nein? Da gab es ein Referendum, die Schweiz hat beschlossen, nein. Und seitdem ist keine der politischen Parteien eigentlich bereit zu sagen, aber irgendwann haben wir nach wie vor die Ambition, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und er sagte zu mir, es gibt da eine historische Position, die Liberalen in Großbritannien haben können, und das ist diese Hoffnung nicht aufzugeben. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich jetzt sage, wir sollen nächstes Jahr wieder der EU beitreten. Aber die Hoffnung nicht aufzugeben, wir haben ja immerhin eine riesige Bewegung geschaffen in Großbritannien. Kein Land war pro-europäischer als Großbritannien in den letzten Monaten vor der Wahl. Und dieses, ja, gut gesagt, ja. Und diese Bewegung will ich auch nicht aufgeben. Und ja, den Menschen, aber wenn Sie, also ich finde das Beispiel Schweiz ist ein interessantes, weil die Schweiz ist ja letztendlich als Nicht-EU-Mitglied über die Assoziationsverträge an mehr EU-Richtlinien gebunden, als es Großbritannien ist. Das weiß fast keiner. Ja, aber auch, das wussten wir auch. Und das haben wir natürlich. Ja, aber es wissen nicht viele Leute. Und das ist ja der Punkt. Das heißt, es geht ja jetzt darum, wenn Sie sagen, Brexit verhindern ist vorbei, irgendwann wieder beitreten, okay. Aber es geht jetzt natürlich auch um die Frage, wie hart wird verhandelt, welches ist das Ziel? Kann es da irgendwie einen jetzt auch durch Corona und vielleicht kann es da einen Switch geben, dass man das Gefühl hat, es wird vielleicht wieder kooperativer, weil momentan wirkt es doch sehr, sehr frontal, wie da verhandelt wird. Und mit der Position von Boris, mit der politischen Führung von Boris Johnson, und wer weiß, in welcher Art und Form er wieder auf die politische Bühne tritt, im Moment ist ja völlig abwesend, denn er erholt sich ja noch. Wer weiß, wie kombativ er wieder antritt. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Boris Johnson seine ganze
journalistische Karriere auch darauf aufgebaut hat, dass er ständig auch mit Lügen gegen die EU angetreten ist. Ja, dass der jetzt irgendwie plötzlich seine Position ändert, das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich jetzt abtrete und irgendwie aufgebe. Man muss nach wie vor kämpfen. Aber ehrlich gesagt, würde ich auch denken, man muss jetzt irgendwie so diesen Brexit-Vertretern jetzt erstmal ein bisschen Leine geben lassen und sehen, wie das läuft, ja. Und dann eben sozusagen sehr, sehr detailliert und analytisch aufzeichnen, was nicht läuft, weil ich mal davon ausgehe, dass ganz viel nicht läuft. Und dann letztlich aber Boris Johnson und seinen Zirkel politisch bei den nächsten Wahlen irgendwie zu konfrontieren. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute, die im Moment an der Regierung sind, irgendwie dann Umschwung, innerlichen Umschwung haben. Ja, die haben so lange für diesen Brexit gefochten und haben jetzt eben das erreicht politisch. Die waren natürlich triumphierend. Ja, die waren triumphierend im Januar. Die haben da eben auch nicht auf nichts geguckt. Die haben nicht gesehen, dass Covid da anmarschiert. Die haben sich gefreut am 31. Januar, während wir hier alle irgendwie uns dumm und dämlich besoffen haben, nicht ganz. Aber ja, wir waren hier ja wirklich total niedergeschlagen in Großbritannien, diejenigen, die eine andere Vorstellung von der Europapolitik hatten. Und jetzt ist jetzt im Moment irgendwie ein bisschen Pause, muss ich mal ehrlich gesagt sagen. Ja, und diese Debatte wird irgendwann vielleicht wieder aufgenommen werden. Aber in gewisser Weise ist in Großbritannien ja nun wirklich auch diese Stimmung, meine Güte, wie soll alles weitergehen? Wie soll es überhaupt alles weitergehen? Da ist sozusagen der Brexit und Europa ist nur ein Teil von dieser Ungewissheit. Also ich meine, es ist ja jetzt tatsächlich, Europa hat jetzt diesen 500 Milliarden Rettungsschirm aufgespannt, keine Corona-Bonds, aber es ist doch eben was auf dem Weg. Und es ist jetzt auch, Spanien hat ja jetzt nochmal ein Programm mit 1,5 Billionen angeschoben, was gegebenenfalls eben auch auf europäischer Ebene zumindest als Gesprächsgrundlage akzeptiert wird. Das heißt, Europa investiert jetzt eigentlich schon massiv darin, die Wirtschaft auch nach Corona zu stabilisieren. Nun ist UK nicht mehr Teil davon. Aber jemand wie Boris Johnson, der auch ähnlich politisiert wie Trump, Trump hat ja immer sehr stark über die Wirtschaft argumentiert, über die Stockmarkets etc. Eigentlich ist ja Boris Johnson, würde ich jetzt sagen, verdammt dazu, auch wirtschaftlich besser aus dieser Krise zu kommen, als es jetzt Rest Europa tut. Sehen Sie da schon Initiativen? Hat man da das Gefühl, also jetzt unabhängig davon, wie Sie sie bewerten, passiert da schon was? Also im Moment sehe ich nur Chaos. Und jeden Tag, und wir Abgeordneten arbeiten mehr als sonst, weil Tausende von Menschen auf uns zukommen und sagen, Moment mal eben, das, was Boris Johnson oder seine Regierung vorgeschlagen hat oder vorgelegt hat, das funktioniert alles nicht. Also die Banken geben keine Kredite an die Firmen, ob die groß oder klein sind. Die Leute, die self-employed sind, die selbstständig sind, für diesen die sind viele Maßnahmen sowieso nicht zutreffend. Also alles ist hier drunter und drüber, ehrlich gesagt, wie das mit der Wirtschaft hinterher aussieht. Und gleichzeitig hat die Regierung auch Billionen versprochen. Aber wie das hinterher wieder bezahlt werden muss, da weiß auch keiner, wie das weitergehen soll. Zudem kommt noch, dass im Moment keiner weiß, wann wir aus diesem Lockdown wieder rauskommen. Denn je schneller wir aus dem Lockdown rauskommen, umso einfacher ist es natürlich, die Wirtschaft auch wieder anzukurbeln. Aber solange viele Menschen im Moment auf der Kurzarbeit sind oder gar nicht arbeiten oder ihren Job verloren haben, und die Wirtschaft einfach nicht weitergeht. 35% der Wirtschaft ist im Moment verloren gegangen im letzten Monat. Wenn das hier jetzt nicht schnell wieder weitergeht, dann ist das hier, gehen hier wirtschaftlich die Lichter aus, ja. Und solange eben, und das ist ja dann wieder gekoppelt an die Art und Weise, wie das Gesundheitssystem auf die Krise reagiert, solange wir gar keine Exit-Strategy haben, und im Moment gibt es keine, wir haben auch kein Enddatum, weil wir eben auch diese ganzen Testmöglichkeiten nicht haben, solange kann das hier noch monatelang so weitergehen. Und dann ist irgendwann,
ist hier der Bankrott angesagt. Ja? Insofern ist im Moment keiner triumphierend und sagt, oh, wir machen das hier besser als Europa. Wie gesagt, im Moment konzentriert sich jeder darauf, aus der Krise rauszukommen und vor allen Dingen erstmal die Todesfälle zu reduzieren. Und ich muss schon sagen, und ich sage immer, ich lebe ja gerne in Großbritannien. Es gibt hier ja auch viele gutgesinnte und solidarische Menschen. Es gibt hier auch viele Initiativen und menschliche the human response, ja, so wie die Menschen hier auf diese Krise reagieren, das ist schon wirklich erstaunlich. Da kommen einem manchmal die Tränen, ja, wie die Leute hier reagieren und auch persönlich reagieren und helfen wollen und sich gegenseitig helfen. Und im Moment ist eigentlich so der nationale Fokus auf dieser Krise und wie wir sicherstellen, dass weniger Menschen krank werden. Denn die Krankheit, selbst wenn man das überlebt, ja, wenn man die Geschichten hört, wer hier krank ist, das ist eine so fiese Krankheit. Wenn man da richtig krank wird mit. Das will ich keinem wünschen, nicht meinem ärgsten Feind. Ja, das ist eine ganz gemeine Krankheit und die Menschen sind hier im Moment darauf aus der Krise rauszukommen. Und wie das dann wirtschaftlich weitergeht, das wird im Moment so ein bisschen ausgeblendet. Ich habe eine Frage, weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind so gerne in Großbritannien, Sie leben gerne dort. Es gibt eine persönliche Frage, es war tatsächlich die erste Frage des heutigen Abends von einem anonymen Zuschauer, der gefragt hat, sind Sie der Liebe wegen nach Großbritannien gekommen? Die schiebe ich jetzt einfach mal zwischen ein. Ja, ich habe meinen Mann William 1988 oder ganz am Ende von 1987 in Berlin kennengelernt. Ich habe den über deutsche Freunde und über London kennengelernt. Er reiste nach Berlin. Und dann haben wir uns da kennengelernt und dann haben wir 1989 in Deutschland, in Berlin geheiratet. Dann kam die Mauer noch, dann fiel die Mauer noch im November 1989 und dann bin ich im Januar 1990 mit meinem Mann nach Großbritannien gezogen. Ja, ich muss übrigens sagen, also als persönliche Bemerkung, das ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie weit wir gekommen sind, dass eine deutschstämmige Britin für den Vorsitz einer der größten Parteien in Großbritannien kandidieren kann, ohne dass das zu einem großen Thema wird, dann hat Europa doch in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine ganz gute Entwicklung an manchen Stellen genommen. Ich glaube, vor 30 Jahren wäre das so einfach nicht möglich gewesen. Ja, und ich meine, ich frage mich eben, haben Sie im Bundestag, sagen wir mal, eine Französin mit deutscher Staatsangehörigkeit, die da im Bundestag sitzt, oder einen Spanier oder einen Türken vielleicht, aber wahrscheinlich alles zweite Generation. Also insofern bin ich auch eine gewisse Ausnahme und Gisela Stuart war das auch. Ich sage das immer, ein First Generation European Migrant. Sobald meine Kinder jetzt zum Beispiel, wenn die ins Parlament wollten, dann wäre das schon wieder gar kein Thema. Aber dass man als erste Generation da ins Parlament kommt, das rechne ich den Briten und besonders den Leuten hier in Bath, die mich als ihre Abgeordnete gewählt haben, auch hoch an. Jetzt ist die Frage von Colin, die ich jetzt kurz zusammenfasse. Er fragt eigentlich nach dem Punkt, diese große Spaltung, diese 50-50-Spaltung, die man ja in der Gesellschaft gesehen hat in Großbritannien. Hat man das Gefühl, dass das jetzt in Corona genauso 50-50 ist? Also ist auch da wieder, auch rund um gesundheitspolitische Fragen, das so? Oder ist das vielleicht eher ein Thema, wo sich die Leute auch wieder ein bisschen zusammenfinden? Auf jeden Fall. Also und in gewisser Weise wünsche ich natürlich das auch uns in Großbritannien, dass wir jetzt ein bisschen zusammenkommen. Denn kein Land, in keinem Land fühlt man sich wohl, wo man so zerspalten ist. Und die Brexit-Debatte hat die Menschen eben auch wirklich so, selbst in Familien, auseinandergezerrt. Das ist einfach für keinen gut. Also und ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, das NHS oder das nationale Gesundheitswesen ist eins der Dinge, die jede Partei, jede große politische Partei in Großbritannien und die Menschen insgesamt eben auch sehr vertreten. Also es gibt da natürlich Kritiker, die sagen hier und da und das könnte besser sein. Aber letztlich ist es eben erstaunlich und da bin ich eben vielleicht doch nicht Britin genug. Ich habe 1000 persönliche Kritiken gegenüber des NHS, besonders weil es so lange dauert, bis irgendwas diagnostiziert wird. Und das ganze System läuft ja über dieses GP-System. Also man muss zu seinem Hausarzt gehen oder GP oder Allgemeinarzt gehen und der guckt sich erstmal an, was los ist und dann schickt er dich erstmal nach Hause und dann hat er auch gar nicht die diagnostischen Instrumente in seiner Praxis. Also
Wenn du dann ein X-Ray haben willst, musst du erst ins Krankenhaus geschickt werden. Oder wenn, selbst wenn ein Ultrasound, musst du ins Krankenhaus geschickt werden. Das dauert dann 2 Wochen. Und dann dauert es 2 Wochen, bis das wieder analysiert wird. Und dann dauert es noch 1 Woche, bis du dann einen Arzt wieder siehst. Und bevor irgendwas passiert, kann gut ein Monat vorbei sein. Während hier, in Deutschland hat man das in einem Nachmittag abgehakt. Ja, also diese Verzögerungen, die in der Diagnostik stattfinden, weil alles über den Hausarzt geht oder den Allgemeinarzt geht, das ist meine größte Kritik des Gesundheitswesens. Aber das ist eben nach dem Krieg in Großbritannien so aufgezogen worden. Und das System selber wird auch nicht in Frage gestellt. Und ich halte mich da eben politisch raus, denn sobald man irgendwie das NHS kritisiert, dann hat man politisch sowieso abgewirtschaftet. Also bitte veröffentlichen Sie das nicht, was ich auf diesem Forum hier gesagt habe. Denn sobald ich das irgendwie rauskäme, dass ich ein großer Kritiker des NHS wäre, dann könnte ich sowieso nach Hause gehen. Das tue ich öffentlich auch nicht. Ja, das wäre politischer Selbstmord. Insofern muss man das Gesundheitswesen, und das versuche ich auch, unterstützen und gleichzeitig eben irgendwelche Reformen vorschlagen, die Gesellschaft das Ganze eben vertreten kann. Und letztlich geht es dann eben wirklich um das Geld und wie viel extra man bezahlen muss und vor allen Dingen, wie man besser die Altersversorgung und das Gesundheitswesen verknüpft. Und es gibt eben viele Debatten im Gesundheitswesen, zum Beispiel, dass Menschen im Krankenhaus sind und dann eben, weil es nicht genügend, wie heißt denn das, Social Care Homes, oder die Menschen kommen aus dem Krankenhaus nicht raus, weil es eben die Provision, wie sie denn zu Hause weiterkommen, ist nicht da. Und es sind die Lokalregierungen, die für die Altersversorgung zuständig sind, und es ist die zentrale Regierung, die für das NHS zuständig sind. Und da gibt es eben diese beiden getrennten Silos, die nicht genügend miteinander zusammenarbeiten. Und deswegen gibt es da große Probleme. Mhm. Also Lösungen vorzuschlagen, ist viel konstruktiver und politischer auch viel durchsetzbarer, als irgendwie das ganze Gesundheitswesen in Frage zu stellen. Eine ganz konkrete Frage, vielleicht können Sie die beantworten. Ich weiß nicht, schreibt jemand, ich werde im September mein Studium in England beginnen. Wie sieht die Zukunft für EU-Studenten in England im Zusammenhang mit Brexit und Corona gleichermaßen aus? Können Sie da irgendwas Kluges zu sagen? Oder weiß man es momentan nicht? Im Moment weiß man das gar nicht, auch weil, also in Bath gibt es eine große Universität, Bath Uni. Hoffentlich kommt ihr Teilnehmer vielleicht nach Bath, sehr beliebt hier. Und ich spreche viel mit dem, die heißen hier Vice Chancellor, also der Führer der Uni. Mit dem habe ich letzte Woche telefoniert und ich bin auch auf der, Universities APPG, also wir hatten gerade eine Gruppendiskussion mit anderen Parlamentariern und Vice Chancellors von Cambridge University. In den Universitäten ist man sich noch nicht mal sicher, ob es nicht eine zweite Corona-Krise gibt. Ja, und wie man die aufhalten kann, und deswegen können Universitäten auch gar nicht planen. Insofern planen die auch, also sie versuchen natürlich zu planen für Oktober, aber im Moment ist alles offen. Ob überhaupt die Universitäten offen sind oder ob die Kurse alle online gegeben werden müssen, das ist noch die große Frage. Dazu kann ich nur sagen, mein eigener Sohn studiert oder macht im Moment ein PhD in Hongkong. Da ist schon seit Dezember alles online, obwohl er jetzt in Hongkong lebt, ist er persönlich gar nicht in der Uni. Mhm. Eine lange Zeit konnte er noch Bibliothek gehen, aber die ist auch geschlossen. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht, aber viele Universitäten... Ja, genauso. Also momentan ist alles, was mit Bildung zu tun hat, ist zu und wird digital gemacht. Wir wissen es alle nicht. Ich glaube, diese Unsicherheit, in ein anderes Land zu gehen, während Corona noch nicht abgeschlossen ist und der Brexit nicht ausverhandelt, ist natürlich, ich drücke mal unbekannterweise die Daumen, dass das alles gut geht. Die Universitäten selber nehmen internationale Studenten mit offenen Armen auf. Das ist eine der Dinge, die immer wieder gesagt werden. Wir lieben unsere internationalen Studenten. We're going out of our way to welcome them. Ja? Please come. Und die Unis sind richtig gut.
kurzer Werbeblock für britische Universitäten. So, jetzt noch ganz kurz, weil Sie ja kandidieren, auch wenn es jetzt eben noch eine Zeit lang dauern wird, um den Vorsitz der Lib Dems, da muss man ja auch immer was zu den politischen Kontrahenten sagen können. Erste Frage, die hier gestellt wurde und die eher persönlich ist, wissen Sie irgendwie, wie es Boris Johnson geht? Also er hat seit 2 Wochen nicht getwittert, wird hier geschrieben. Das ist natürlich für solche Menschen eigentlich kein gutes Zeichen, aber er ist eigentlich aus dem Gröbsten raus, soweit ich weiß, oder? Ja, ich habe auch nichts von ihm gehört, aber ich meine, ich kenne ihn auch persönlich nicht. Er holt sich in seiner persönlichen Residenz, die heißt Checkers. Und ich glaube mal, nachdem am Anfang so viele Missinformationen über seinen Gesundheitszustand veröffentlicht worden sind, sind seine Kollegen jetzt etwas vorsichtig, da irgendwas zu sagen. Also man hat am Anfang Anfang hieß es ja, ins Krankenhaus gekommen, aber nur aus Vorsichtsmaßnahme. Naja. Der war ganz krank, ja. Und dann war er in der Intensivstation. Ja, yeah, but he's very cheerful. Der war halb im Koma, ja. Dass jetzt plötzlich nichts mehr gesagt wird, das wundert mich nicht. Es ist wahrscheinlich ganz klug, jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich habe keine Ahnung und wahrscheinlich ist es auch in Ordnung so. Manchmal muss man selbst Landesführern ein bisschen Privatsphäre geben. Und die zweite Frage ist nach Ihrem möglichen Kontrahenten an der Spitze jetzt der Labour-Partei. Die haben ja auch mit Jeremy Corbyn wirklich eine traurige Figur da lange Zeit gehabt, der auch vor allem auch diese Antisemitismus-Geschichten überhaupt nicht in den Griff gekriegt hat. Labour wirklich kopflos, jetzt eine neue Führung, die in Deutschland in den Medien eher positiv begleitet wird. Wie bewerten Sie den Kollegen? Ja, eigentlich meine, Keir Starmer saß so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also er war ja auch auf jeden Fall pro-europäisch, aber er war nicht ein Gegner von Jeremy Corbyn, er war ja auch in der Jeremy Corbyn-Regierung. Aber ich erinnere mich an viele Debatten, wo er wirklich so ein bisschen hilflos war. Er konnte eben, und das war ja in der Wahl auch ganz klar, die Labour-Partei konnte diese Doppelposition gar nicht halten. Und deswegen hat die Labour-Partei ja auch so hoch verloren. Wir haben alle schon von vornherein gesagt, wir können mit Keir Starmer zusammenarbeiten, aber überhaupt ist in Großbritannien jetzt die Atmosphäre in allen Oppositionsparteien, dass wir besser zusammenarbeiten müssen. Denn sonst können wir hier mit 10, 15 Jahren Tory-Regierung rechnen. Also wir müssen die progressive, die Left-of-Center-progressive Gruppierung müssen sie in irgendeiner Weise zusammentun, in irgendeiner Weise versuchen, in diesem blödsinnigen Wahlsystem einen Block zu schaffen und gleichzeitig als einzelne Parteien existieren zu können. Und das ist ganz schwierig. Aber Sie würden sagen, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt von Corbyn jetzt. Oh Gott, Corbyn. Aber okay, es ist alles gesagt. Das ist alles gesagt. Diese Reaktion, die gibt wahrscheinlich ein Meme irgendwo auf Twitter oder sowas. Ganz kurz noch, was wäre denn jetzt Ihre Programmatik oder Ihre Strategie, um die Lib Dems dann eben auch auf die nächsten Wahlen hinzuführen? Ich meine, Sie müssen natürlich die Lib Dems neu ausrichten. Was sind denn so Ihre 3 Themen, die Sie jetzt fokussieren würden? So, wir müssen ganz klar mit der Koalitionsregierung brechen. Denn das war ja, und in der letzten Wahl, was für mich schiefgegangen ist, ist, dass die Liberalen so dargestellt wurden, als wir sitzen irgendwo in der Mitte zwischen den Konservativen und der Labour-Partei. Unsinn. Unser Herz schlägt auf der linken progressiven, im linken progressiven Kampf, ja. Und dass wir da irgendwie letztlich irgendwo in der Mitte sind, das ist Unsinn. Und letztlich müssen wir auch ein bisschen Verantwortung davon übernehmen, dass wir jetzt politisch, dass Großbritannien politisch da ist, wo es ist, nämlich mit einer sehr rechtsgerichteten Regierung. Und wir haben in gewisser Weise auch ein bisschen Schuld daran, dass wir die konservative Regierung so lange legitimiert haben zwischen 2010 und 2015. Und das ist eine schwierige Message, die ist innerparteilich auch auf jeden Fall umstritten. Ganz klar, der amtierende Parteiführer, der war ja in der Koalitionsregierung und für den ist das eine ganz andere Botschaft. Aber ich meine, man muss sich ja auch differenzieren und ich nehme den Kampf auf. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ganz klar als eine progressive, linksgerichtete Partei
uns darstellen können und nicht immer so ein bisschen spekulieren, dass wir mit allen zusammenarbeiten können. Ich würde nie mit der momentanen konservativen Regierung zusammenarbeiten. Ja, die haben, mit denen teile ich nichts. Während letztlich da immer noch so ein gewisses Überbleibsel von den Koalitionsjahren sind. Und dieser klare Bruch ist wichtig. Es ist wichtig, ich habe das schon gesagt, meine Europapolitik, dass wir die Hoffnung, in der Zukunft wieder Mitglied der Europäischen Union zu sein, diese Hoffnung müssen wir aufrechterhalten und dafür kämpfen, ohne ein bestimmtes Datum angeben zu können. Und dann die Zusammenarbeit mit der Labour-Partei ist extrem wichtig und eben wirklich im Vorfeld, lange im Vorfeld einer neuen Wahl auszuloten, wie wir zusammenarbeiten können. Wunderbar. Ich hätte jetzt zwar noch ein paar Fragen, aber wir gehen schon auf 19 Uhr bzw. 18 Uhr Ihrer Zeit zu. Und insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Sie haben uns natürlich einen leichten Schrecken am Anfang eingejagt, dass Sie ein bisschen zu spät dabei waren, aber es hat noch alles super geklappt. Insofern kann ich mich wirklich nur bedanken. Hat mich sehr gefreut. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, aber es tut mir echt leid am Anfang. Alles gut, Das ist diese Zeit, ja. Ich meine, wir verpassen keine Flüge, die Bahn kommt nicht zu spät und dafür passiert sowas. Wir hatten in den letzten Tagen Web-Talks, auf einmal war ein Hund im Bild oder keine Ahnung. Aber diese Zoom-Talks, habe ich zig Zoom-Talks gemacht, das hat immer funktioniert. Ja, warum das jetzt bei Ihnen nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber es hat ja funktioniert, es hat nur ein bisschen später funktioniert. Deswegen, okay. Ich danke Ihnen, ich danke all denjenigen, die dabei waren, für die guten Fragen. Das war wirklich klasse, muss ich sagen, sehr hochkarätig. Ich sehe jetzt hier noch, Florian sagt, danke ganz herzlich für den spannenden Abend. Das kann ich nur weitergeben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, kluge Entscheidungen, ein möglichst schnelles Abflachen der Corona-Krise und vor allem bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch. Keep safe hier in England, ja? Genau. Ja. Und dann möchte ich nur noch darauf hinweisen, wer möchte. Es gibt jetzt gleich auch über Zoom einfach auf freiheit.org auf Events gehen. Mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger einen Talk zum Thema zwischen Krisenmanagement und gefährdeter Freiheit, unsere Grundrechte im Corona-Stresstest, moderiert von dem von mir sehr geschätzten Christopher Gohl, kann ich absolut nur jedem ans Herz legen. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Abend. Morgen 18 Uhr sind wir übrigens wieder hier auf diesem, nicht auf diesem Kanal, nicht auf Zoom, sondern auf allen anderen Freiheitskanälen der Naumann-Stiftung mit Alex Schad und Dimitri Schad. Dimitri Schad, der Hauptdarsteller der Känguru-Chroniken gerade, zur Frage, wie es den Künstlern in dieser Krise geht. Insofern gerne morgen wieder einschalten und wie gesagt, vielen Dank, Frau Hopphaus, alles Gute und alles Gute auch an alle, die dabei waren. Besten Dank. Ja, bye bye. Tschüss. Tschüss.